Einen wunderschönen guten Tag. Wir machen heute mal ein neues Let's Play, etwas, was ich schon eine Weile nicht mehr gespielt habe. Wir spielen heute mal StarCraft 2 und fangen an mit der Mission Heart of the Swarm. Mal gucken, was das wird. Fangen wir mal einfach an mit einer neuen Kampagne. Der Anfangstrailer ist auf jeden Fall richtig fett gemacht. Richtig geil gemacht. Wir starten auf jeden Fall mit Heart of the Swarm, weil Wings of Liberty habe ich gerade vor ein paar Tagen gespielt, würde ich aber bei Gelegenheit einfach nochmal wiederholen, um der Vollständigkeit halber. Ja, schauen wir uns mal den Prolog an. Die ersten Missionen sind ja noch relativ einfach gehalten. Und wir wollen hier ja auch nichts auslassen, ne? Öffne die Tür, Junge. Valerians Befehle, Sir. Keine Besuch. Öffne die Tür. Guten Morgen, Commander. Junior. Achtung! Der nächste Test beginnt in 2 Minuten.
Nutzt diesen Test. Es ist euer letzter. Jetzt lasst uns allein. Nun gut. Wir verschwinden heute von hier, Liebling. Gut. Dann schnappen wir uns Mengsk. Vergiss Mengsk. Vergiss das alles. Es geht um dich und mich. Solange Mengsk lebt, gibt es kein Du und Ich. Ich habe für dich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Ich lasse nicht zu, dass deine Rache das alles wieder kaputt macht. Leite Testphase 2 ein. Ich habe dich nie aufgegeben, Sarah. Gib du uns auch nicht auf! Testphase 2 beginnt. So, auf geht's. Ja, während den Sequenzen werde ich auf jeden Fall mal meine Klappe halten, weil die sind immer recht interessant und auch geil animiert. Was erhoffst du dir von diesen Tests, Valerian? Ich hab dir doch gesagt, ich erinnere mich an nichts, als ich die Königin der Klingen war. Zum Verständnis. Wir müssen herausfinden, wie viel von dem Zerg-Mutagen noch in ihnen steckt. Ich weiß ihre Hilfsbereitschaft zu schätzen, Kerrigan. Steckt ihr hilfsbereite Leute immer in Verwahrungszellen? Sobald wir wissen, dass keine Gefahr besteht, werde ich ihre Tür höchstpersönlich aufschließen. Versuchen Sie jetzt, sich zu konzentrieren. Können Sie es spüren? Eine Drohne. Ihr wollt wirklich, dass ich die Kontrolle über einen Zerg übernehme? Wisst ihr, was dann passieren kann? Alle Versuchsobjekte befinden sich in einer abgesicherten Umgebung. Ja, was ich eben gerade nur sagen wollte, aber ich hatte kurz unterbrochen. Im ersten Teil Wings of Liberty haben wir die gute Dame ja befragt gehabt. Können Sie sie kontrollieren? Und jetzt wollen wir mal sehen, was im zweiten Teil abgeht. Ja, ich hab sie. Wir sollen sie ein bisschen Mineralien abbauen lassen. Zum nächsten Schritt. Schauen Sie, ob Sie der Drohne befehlen können, zu einer Brutstätte zu mutieren. Ach, ganz einfache Kiste. Eine Brutstätte ist die zentrale Struktur einer Zerg-Basis. Sie erzeugt Kriecher, damit andere Strukturen gebaut werden können. Die Brutstätte produziert außerdem Larven, die sie zu Drohnen oder anderen Einheiten der Zerg morphen können. Wenn sie Larven einsetzen, wird die Brutstätte mit der Zeit neue erschaffen. Okay, Kerrigan. Ich lasse noch ein paar Drohnen in die Testkammer. Versuchen Sie, mit ihnen Mineralien abzubauen. Ach, ganz einfach. Einfach los geht's. Sie machen sich gut, Kerrigan. Können Sie noch mehr Drohnen morphen? Ich brauche einen Overlord, um noch etwas zu morphen. Tja, das hat er eben schon gestanden, als ich es alleine probiert habe. Ein Overlord ist vertretbar. Also machen wir erstmal einen Overlord. Die Zerg verwenden Overlords, um weitere Versorgung zu erzeugen. Ihr derzeitiges Versorgungsmaximum wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zusammen mit dem aktuellen Verbrauch angezeigt. Wenn Sie nicht über genügend Versorgung verfügen, können Sie keine neuen Einheiten morphen. Tja, da gibt es großartig erstmal nichts am Anfang zu sagen. Jetzt haben wir einen Overlord und jetzt können wir auch neue Drohnen morphen. Machen wir mal gleich ein paar mehr. Nicht genügend. Exzellent! Ich hätte vorgehabt, hier aufzuhören, doch führen wir das Ganze noch ein wenig weiter. Versuchen Sie, eine Drohne zu einem Brutschleimpool zu morphen. Nicht genügend Mineralien. Oh, da müssen wir erstmal noch auf Mineralien warten.
1200 brauchen wir dafür. Jetzt. Ja, die Zerg sind jetzt nicht unbedingt meine liebste Gruppe. Ich spiele die Veteraner oder Protoss. Aber trotz alledem hat der Teil etwas und das du auf jeden weißt, Fall sehr dass das Böse enden wird, oder? Wir haben eine kontrollierte Versuchsumgebung. Ja. Ich weiß, ihr setzt nachher wissen, dass alles einfach am Brand. Der Brutschleimpool ist fertig. Du solltest runter in die Testkammer kommen und ihn dir ansehen. Von hier oben sehe ich gut genug, danke. Ich denke, das ist dann genug für heute, Kerrigan. Ich bin beeindruckt. Wenn du davon schon beeindruckt bist, dann warte nur, bis du das hier siehst. Ich werde ein paar Zerglinge erschaffen. Weitere Overlords. Kerrigan, was machen Sie da? Eure kontrollierte Versuchsumgebung auf die Probe stellen. Oh, was für ein böses Mädchen. Weitere Overlords benötigt. Oh, dann machen wir erstmal einen Overlord noch. Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Weitere Overlords benötigt. Ja, nun komm schon. Wird mal fertig, der Overlord. Der Anfang ist immer noch etwas langweilig, aber nachher wird es auf jeden Fall interessant. Es liegt aber auch nicht jedem unbedingt die Zerg zu spielen. Jeder hat da so seinen eigenen Spieltyp, den er am liebsten in diesem Spiel hat. Halt! Ich habe Sie nicht darum gebeten, Zerglinge zu erschaffen. Eine bemerkenswerte Eigenart der Zerg, Valerian. Sie tun nie das, was man erwartet. Brecht das Experiment ab! Schickt Wächterroboter, um die Zellen zu säubern. Verriegelt die untere Ebene und fahrt den Eliminator hoch. Nichts darf entkommen. Wenn ich deinen schönen Eliminator zerstöre, lernst du vielleicht, dass du die Zerg nicht kontrollieren kannst. Dann greifen wir das hier einfach mal an. Wir hätten das machen sollen. Vorsichtig. Vielleicht kann ich sie auch befreien. Sicherheitslücke. Zerg freigesetzt. Evakuiert den Bereich. Holt sämtliches Personal da raus. Na, erstmal den kaputt machen. Dann den Generator. Mann, sind wir böse. Eigentlich sollten wir noch einen kleinen Probeversuch machen. Mehr Zerglinge. Gut, ich kann sie gebrauchen. Na, Freunde, du musst auch nicht. Kerrigan, das ist kein Spiel. Das ist es nie mit den Zerg. Alles ist außer Kontrolle.
den rausnehmen. Automatische Gasverteidigung aktiviert. Oh. Die Sicherheitstür wird sich erst öffnen, wenn ich diese Türme zerstöre. Na, dann wollen wir mal gewinnen. Wird der Eliminator zerstört. Wir greifen einfach mal alles an, was wir angreifen lässt, ne? Gucken wir mal erstmal hier. Ich find's nur komisch, dass die echt am Anfang so schnell aushalten. Ist wahrscheinlich auch so gewollt. Normalerweise im Kampf wären da schon längst endlich. Oder der Wächterbot ist wirklich nur eine ganz sinnvolle Funktion. Im Kampf nachher in den folgenden Missionen gestaltet sich das auf jeden Fall anders. Kommen wir mal wieder zum letzten Generator. Du hast noch mehr Zerglinge hier? Nun, jetzt gehören sie mir. Oh, die nehmen wir dann natürlich mit. Erstmal alle sammeln. Da kommen meine Kleinen. Aber was verlangt man auch von der ersten Mission? Wir lassen auf jeden Fall nichts aus, das ist schon mal klar. Holt euch mal die da hinten, noch die drei, und dann machen wir den letzten Generator kaputt. Auf geht er. Nein, das habe ich nicht. Noch bin ich in deiner Verwahrungszelle. Eliminator aktiviert. Der ist schon etwas blöd. Aber den kriegen wir auch noch verkleinert. Jetzt werden sie überrannt. Die Zerg haben die untere Ebene überrannt. Sie haben Glück, dass niemand getötet wurde, Kerrigan. Glück hatte nichts damit zu tun. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, wie gefährlich die Zerg sind. Ich schicke sie jetzt zurück in ihre Zellen. Danke. Ich öffne jetzt ihre Zelle, falls sie sich zu mir gesellen möchten. Und können Sie das nächste Mal Ihre Argumente vortragen, ohne das halbe Labor in Schutt und Asche zu legen? Nein, können wir nicht. Oh, hätten wir ein bisschen weniger Zeit gebraucht, hätten wir das letzte auch noch freigeschaltet. Naja. Schauen wir uns noch die Sequenz an. Du hast da unten ordentlich aufgeräumt, Sarah. Tut es dir schon leid, mich zurückgeholt zu haben? Niemals. Ich habe gehört, was mit Tykes geschehen ist. Es tut mir leid. Er hat seine Wahl getroffen und ich die meine. Vielleicht hätte er mich töten sollen. Ich habe als Königin der Klingen Millionen abgeschlachtet. Das warst nicht du, Sarah. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und verschwinden von hier.
Ich ziehe mich um und wir treffen uns in einer Stunde hier. Okay, das klingt gut. Mein Frachter ist startklar und wir können loslegen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Die nächste Mission folgt dann einfach mal im nächsten Video. An der Stelle verabschiede ich mich und ich hoffe, ihr klickt beim nächsten auch wieder mit rein. An der Stelle Daumen hoch, teilen, kommentieren, was auch immer, wenn ich was besser machen kann. Vielleicht ein bisschen mehr reden. Aber ich dachte mir, bei den Videosequenzen, die so zwischendurch kommen, ist es doch eher manchmal besser, einfach still zu sein und das Ganze zu genießen, weil die Videos auch teilweise echt manchmal echt geil sind. Okay, besten Dank. Bis dann.